Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier gerade von Thüringen, Version 3.0001. Ja, wir fahren jetzt los zum Landhandel Müller und holen uns ja die ganze Ladung voll mit Flüssigdünger, Quatsch, Sellenfeder und Krautvernichtungsmittel. Ne, Unkraut Exit, das heißt ja, ne? Keine Ahnung. Das ist allgemein für Unkraut, also gegen Unkraut, gegen Pilze und gegen, ja, Pilzbefall, Insektenbefall und so, das haben wir nichts. Das gibt es hier auch noch nicht. Würde aber auch existieren könnten oder können. Wenn man es haben wollte, ne? Verschiedene Käfer, Pilzbefall bei Getreide zum Beispiel. Mit Mutterkorn. Was es gibt, ein Pilz. So, mal sehen, ob wir hier einen Kopf kriegen. Oh ja, gebe. Machen wir voll. Das sieht optisch gut aus. Geht zumindest rein, ne? Aber warten wir ganz kurz. Wir können mal ganz kurz reingucken hier im Menü. Der ist fertig. Das war auch fertig. Wollen wir Maschinen zurückbringen hier oder nacharbeiten? Nacharbeiten. Hier war Luzerne. Da bin ich echt gespannt. Neugierig, wie das aussieht. Ich habe noch vage Erinnerungen, wie früher mal aussah, aber das ist nur eine vage Erinnerung. Also es gab nicht so häufig. Wir haben uns zu Hause eher Gras gehabt. Hier ist schon was zu sehen. Jetzt ist es so dunkel. Jetzt können wir Licht anmachen. Denn wir nähern uns in groben Schritten der Nacht. Ich glaube, oh, ja, das ist auch teuer, aber gut, ist halt nicht anders. So. Das will ich ein bisschen nacharbeiten, ne? Ist ja auch nichts. Komplett. Ja, und den kann ich näher gleich zum Hof bringen. Und da dachte ich, fehlt auch was, aber da ist garantiert. War stehen geblieben, was Dünger verursachte. Wo eigentlich nicht, im Frühjahr eigentlich nicht. So, jetzt können wir diesen Hof fahren und später hier kommt dann alles andere rein. Wie gesagt, Sonnenblumen habe ich noch vor. Ja, das ist eine Variante, ne? Und Mais auf jeden Fall auch. Gut, zwei Sonnenblumenfelder und Mais beim Felder noch. Der auf 47, aber sieht nicht genau. Soja wieder. Hat letztes Mal auch Glück gehabt, ne? Gras habe ich auf den kleinen Feldern drauf, das müsste eigentlich reichen normalerweise. Für ein bisschen Silage. Müsste eigentlich. Aber mal sehen. Wir fahren mal zum Hof und dann werden wir gleich mal die Big Packs aufnehmen für Saatgut und Dünger. Fahren wir die Augen zu, ist doch gar nicht. Doch, ich mache morgen weiter. Ich mache Freitag halt. Das ist hier schlecht. Muss ich mal justieren. Wo es eigentlich justiert ist. Bein schläft ein. Ich
4, 5. Ja. Ich muss gerade kämpfen, also. Nicht mein Fall. Normalerweise sag ich scheiß drauf, brech ab, geh ins Bett. Aber es ist jetzt 17 Uhr, das ist zu früh. Das ist die Gefahr, dass ich da entsprechend ja, zu früh munter werde, ne? Und dann nicht wieder einschlafen kann. So, Dünger noch einmal. Zweimal genau noch. Ich habe sie nämlich extra rausgenommen, damit ich hier das nicht wegwerfen muss, ne? Also beim Verkauf nicht unnötig verschenke. Mein gut, auch nicht ärmer, nicht reicher, aber wie gesagt, ganz verschenken will ich auch nichts. So. Dann machen wir noch Mais. Hatten wir gerade, ne? Gibt's etliche Fruchtsorten neu hinzubekommen, also etliche neue. Wollte doch einfach nicht. Ich wollte einfach nur, wie gesagt, Getreide reicht doch. Ist doch, ist doch egal, wie er heißt und aussieht. Aber gut. Ich kann es begrüßen. Die Entscheidung. Doch was zu verändern. So. Da die habe ich extra hier reingefahren, aber nicht im Weg stehen. Stroh. Das ist die Presse. Ich wollte noch Stroh fahren für die Kühe, fürs Futter. Und das können wir auch morgen machen, nicht so tragisch. Die ganze Automaten ja alle ist. Da kriegen sie nur Futter. Milch verkaufen wollte ich auch noch. Den da unten wollte ich eigentlich wegräumen. Und oben stellen. Bei den Kühen. Aber das ist jetzt mal so ein ganz grober Plan, ne? Da stelle ich hier auf die Flüge hin, mal sehen. Die beiden kurzen. Ob das Ding jetzt... Ja doch, müsste eigentlich gehen. Das ist mein Lager. Auch nur ein bisschen Stroh fürs Futter erstmal. Ja, da hier bei Ablahn, ne? Stroh, ja, dauert auch ein bisschen. Und da warten wir jetzt aber ab jetzt, echt. Bin ja gespannt, wie die Qualität so ist. Da ich über 9 Rechner aufnehme. Quatsch, über 9 Rechner, Quatsch. Über einen anderen Rechner aufnehme als vorher. Sag mal so, das ist ja nicht neu. Aber jetzt nur der, wo ich spiele. Abkippen wollen wir nichts.
Ihr habt doch Gaspedal, ne? CCM, was ist das? Keine Ahnung. Ja, hier wollte ich eigentlich. Da ist Stroh drauf und Silage. Ne, Quatsch, ne, Silage und Heu. Heu ist noch voll genug. Silage ist 56.000 und Stroh ist 49.000. Ob ich loses Heu da habe? Lager darf sie füllen. Sie brennen die Füße von der Arbeit. Ah, Futtergabe, Uhrzeit 19 Uhr. Ach so. Hinten ihr Futter. So, das geht dann automatisch Futter, ne? Das ist das Schöne. Vollautomatisch. Oh, ich will zurück. Da. Fährt er gerade zurück. Der. Da geht rein. Wie praktisch. Und hier mischt er. Jedenfalls. Endposition. Siehste. Hier kann man erkennen, wo drin ist. 6.000 und da sind's. Dann schauen wir, ob wir noch Heu im Lager haben, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ob ich da was gefahren habe, lose? Ich glaube eher nicht. Müsst ihr das mal machen bei Gelegenheit. Ich schaue nur nach. Dann nur sehen, ob wir nachts über die Runden kriegen. Wenn wir kein Heu kriegen, dann müssen wir Mischfutter fahren für einen anderen Stall. So. Weißsilage, achso, Sojastroh, das haben wir auch. Na, Heu haben wir keins drin. Isoliert, 5000, das brauchen wir nicht. Nee, haben wir nicht. Nur Stroh. Das brauchen wir jetzt nicht. Gut, wo könnten wir so ein Gebäude hinbauen? So ein kleines Wohnhäuschen. Hier vorne irgendwo, ne? Hier draußen irgendwo. Schau mal. Da, da, da. Dekoration, Farmhaus. Hier Farmhaus, Marke. Natürlich. Bauer hat ja kein Geld, ne? Hier wäre genau ungünstig, da muss man rein rausfahren. Hier oben vielleicht? Ja, genau bei der BGH, naja, gut, okay. Mal drehen. Ein Blick zur Wiese. Zack, ist ja egal. Und dann werden wir heute Nacht schlafen, ne? Das ist dunkel. Tiere haben Futter. Wasser kriegen sie morgen früh wieder. Och, hat er das Hochkohlegelände. Das
So, haben wir gehabt. 19 Uhr, 10 Stunden. Ich glaube, 10 Stunden reichen aus. Plus 7. Sonnenschein. Plus 4, plus 6. Oh, noch sehr früh am Tag. Okay. Wir müssen die Sämaschine holen. Dazu nehmen wir die beiden Traktoren hier. Nehmen wir aus. Ja, wir müssen. Wir können Mais auch sehen. Das heißt, wir müssen los und das holen, ne? Aber wir werden mal am frühen Morgen die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Dass wir ein bisschen heller kriegen, ne? Dazu werden wir mal die Geschwindigkeit auf 120 einstellen, bis es hell ist. Damit wir noch länger schlafen können. So, auf zum Händler. Die Sämaschine holen. Ich hab gar nicht geguckt, was uns die gekostet, gebracht hat. Bist. Mal sehen. 6:02. Na, das ist nicht gut. Ja, 6 sind die Vögel sind unterwegs, ne? Die fliegen und die hören. Man kann sie hören, ne? Die fliegen, wenn die keine. Außer die Krähen. So, ist schon wieder Tag hell, Junge, können wir auf normale Geschwindigkeit gehen. Ne? Normal. So, aber das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sage auch schon Danke fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Mit Sämaschinen holen und dann die Aussaat entsprechend vorbereiten für Mais. Tschüss.